Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Und wir sind ja auf dem Weg auf die zur Straße von Krivalta, zu der Brücke. Wir hängen das Ding. Oh ja. Wo ist denn? Oh. Da ist sie. Alter Schwede. Sie bleiben sich eben treu. Caroline, bist du da? Der Zug fährt nirgendwo mehr hin. Ich lade den verrückten Ami jetzt ab. Hat schon wieder diesen bösen Blick drauf. Verstanden. Gute Arbeit. Weiter so. Hey, Blasco, sehen Sie Waggon Nummer 6 da? Denkt über den Anflug, wie der Kopf von einem toten Saal. Steht London und Afrika drauf. Da müsste der Chefwissenschaftler von Toten Kopf drin sein. Ich lasse Sie an der nächsten sicheren Stelle aussteigen. Sie gehen wow. Zum Nautica-Waggon, okay? Einfach nur wow. So, rüber. Aua. William, laut Protokoll müsste Totenkopfs Chefwissenschaftler eine komplett weiße Uniform tragen. Okay, komplett weiß. Okay, das reicht schon mal zu wissen, dass wir da entlang können. Wow, oh, yeah. Ihr Flugticket zur Mondbasis. Er müsste in einem der Waggons sein. Ach, jetzt echt. Oh, die Raketenwerfer. Ich hab Raketen dran. Oh mein Gott. Ich krieg jetzt Mods. Ich hab. Wow. Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Ach. Deswegen. Okay. Schrapnell. Yay. Schrapnell, Baby. Oh. Will ich so verpulvern alles. Sag ich euch. Aua. Mal aufpassen, der Typ, ey. Oh, noch eine Granate. Das ist eigentlich sehr unvorsichtig, ey. Wenn man sich das mal gibt. So, dann gehen wir weiter. Ich würde jetzt nochmal einen Text vorlesen, auf jeden Fall haben wir ja schon länger nicht mehr. Die Sahara wird zu einem grünen Paradies. Casablanca, 13. November 1960. Sie haben die glänzenden Monolithen bei ihrem Überflug vielleicht schon gesehen. Doch nur wenige wissen, um was es sich dabei eigentlich handelt. Wir testen eine Technologie, mit der es möglich sein wird, aus anderen Planeten Orte zu machen, an denen wir leben können, teilte uns ein Raumfahrtingenieur Faust im Gespräch mit. Der seit einem halben Jahr in der Wüste wohnende Faust beschreibt das unglaubliche Forschungsprojekt als Impulsgeber für die Zukunft unseres Volkes. Wenn die Sahara in einem üppigen Garten Eden verwandelt werden kann, warum dann nicht auch der Mars oder die Venus? Es bieten sich unzählige Möglichkeiten, merkte der Raumfahrtingenieur an. Okay. Ja. Wenn er wirklich meint, so viel wie das würde gehen. Also die sind ja, man muss schon sagen, also für das, dass die in 1960 sind, sind sie sehr technologisch fortgeschritten. Ohne Scheiß. Da denkt man sich echt so, wir könnten auch mal was davon gebrauchen. Das war jetzt schon gemein. Muss man schon sagen, das war jetzt schon gemein. Er wollte gerade helfen. Aber die hätten mich angegriffen. Sowas von. Lieber den Feind niedermähen.
bevor er mich niedermäht. Die Amerika. Oh nein. Nein, das ist ein Hund. Ich sag jetzt schon, er wird gleich aussteigen. Vielleicht kriege ich eins auf Schnauze. Weiß ich jetzt schon. Ach komm jetzt. Echt jetzt? Ah, so. So. Auf jeden Fall. Boah, jetzt was? Jetzt reicht's mir. Hier. Kommt jetzt. Ah, ich sollte echt mal treffen, ey. Oder vielleicht einfach mal einen Stockwerk tiefer gehen. Und nicht auf Sniper machen. Nein, hast du nicht. Und du auch nicht. Keiner hat mich von euch. Oh, ihr Armen. Ich werde nochmal kurz rausgehen. Ich wollte nochmal kurz zu dem einen Zugwaggon hingehen. Weil da hinten war was. Boah, erstmal noch ein bisschen hier von seinem... Ja, möchte gerne Rüstung. Oh, da kommt man nicht durch. Ja, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Okay. Verstanden. Darf halt nicht. Da, der London Nautica Waggon. An Bord Totenkopfs Chefwissenschaftler mit dem Ziel Mond. Wow. Ich schnapp mich mir nur dreckige Maschinenraumfahrer. Da ist eine Statue. Hey, you. Es ist die Frage, wie komme ich darüber? Ah, ich sehe schon. Kannst mir schon denken. Ich muss hier rüber. Es war egal, ob ich jetzt bei der einen Seite oder bei der anderen gehe. Hier wäre halt. Och, das gibt's doch nicht. Echt jetzt? Da bin ich einmal rübergerutscht. Das gibt's einfach nicht, ey. So, rüber mit mir. 17. Eintrag, Mann. Alter, wie viel hatten die geschrieben? Schrapnell. Limit ist erreicht. Raketen. Das ist ein Mod. Ja. Was? Zielvisier? Wow. Okay. Sniper. Nicht gut. Ja. So. Rüber. Hier geht's durch. Yeah. So. Nein. Ich wollte die Munition. Gibt's doch einmal nicht.
Oh Gott, jetzt komm nicht so wieder. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Nein, nein! Ich gehe davor jetzt meine scheiß Gun aufladen, ey. Was ist denn das für eine minderheitskaltige Ausdauer von dieser Batterie? Nein, 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 nein! Ah, verdammt. Ich hab mir selber den Schaden zugefügt. Oh mein Gott, war es knapp. Oh komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Lass mich nicht umbringen. Warum tut es so wenig aufladen? Oh mein Gott, das Ding zerstreut hier. Hier, Granaten. Oh mein Gott. Nein. Nein. Das war so dumm. Es war so dumm. Ich verstehe nicht gerade, was mit mir los ist, aber das regt mich gerade richtig hart auf. Also ohne Scheiß. Nein. Ey, das ist doch ein Witz. Kannst nicht mal hier dich richtig hinstellen, ey. So. Danke fürs Hinstellen. Wow. Okay. Das Ding. Ich sag nichts mehr über den Akku. Das Ding frisst halt so viel. Für einen Schuss. Mittlerweile. Weil es mehrere Ziele anvisiert. Alter, das Ding ist gut. Also ganz ehrlich, der Laser, der ist so eine Maschine. Und vor allem mehrere Gegner auf einmal gerade. Alles verschossen. Also ich meine, wenn da schon eine Batterie ist, will ich mir die Munition sparen, ehrlich gesagt, für... Boah, willst du mich verarschen von da oben? Echt jetzt? So. Ich brauche eine höhere Kapazität, ey. Das ist nicht normal. Nochmal erwischt. Das Problem ist, wir erwischen den mit seinem Raketenwerfer nicht. Scheiß, wir müssen jetzt echt so viele wegnatzen. Das ist ja meistens One-Hit. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo der andere steckt. Oh, direkt vor mir. Direkt vor mir war. So. Also das Visier ist ja echt praktisch, Mann. Ohne Witz. Richtig praktisch. Alter, hab ich die zu... Ich hab die zur Suppe verarbeitet. Was ist denn hier los? Zur Suppe seid ihr geworden. Erbärmlich.
Wow. Okay, feindlicher Kontrollpunkt in Sicht. Passen Sie auf sich auf. Wir haben schwere Waffen in den Stellungen. So. Nochmal kurz laden. Nein, nicht runterfliegen. Okay, geht nicht. Geht, glaube ich, echt nicht. Nachladen. So, komm jetzt. Komm, ich brauche die. Kriegen wir. Erwischt! Den auch! Ich seh nix! Hä? Oh! Nein! Bitte lass mich da vorne. Komm, mich fehlt. Nein. So, den haben wir. Da brauche ich keine Raketen verschwenden. So, bevor das hier wegrutscht. Jetzt müssen wir halt alles nochmal machen. Echt traurig, also tut mir leid. Aber das ist so erbärmlich hier mit denen. So, zack. Immer weiter einfach zack, 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 zack machen. Zack. Ding ist wie der Sniper, bloß nochmal brutaler. Laser des Todes. Ich liebe ihn. Also nachladen geht auch schnell. Das kann man einfach nur für gut beheißen. Also ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wer diesen Laser nicht mag. Ich glaube, der kriegt umsonst keine Muni. Oder wie soll ich sagen? Der ist einfach blöd. Jetzt mal ehrlich, das Ding kannst du unendlich voll machen. Den spare ich mir jetzt. Ja, das war's jetzt erstmal. So, bleib liegen. So. So, und das laden wir mal nach. So, haben wir es jetzt geklärt? Nee, immer noch nicht. Aber das Gute ist, wir haben schon mal ein paar Probleme weniger, vor allem raketenmäßig. Geht uns gerade mal keiner mehr auf den Sack. So. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Granaten für Granaten. Und umwechseln auf Granatenwerfer. Dankeschön. Haben Sie sehr toll gemacht. Komm, ich nimm's mal mit. Aber ich würde sowieso sagen, wir sehen uns halt erst wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.